So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Lords of the Fallen. So, Burschen und Mädels. Was wir jetzt machen ist da runtergehen. Ich habe nämlich noch ein paar Splitter gefunden, die wir gehabt haben. Das sieht man jetzt da hier. Und wir geben die letzten Dinger da auch noch aus. Nämlich, ich glaube, ja, einsetzen sollten wir es auch eventuell. Das wäre, glaube ich, nicht so schlecht. So, was machen wir denn? Wir hauen einmal auf Vitalität oder zweimal gleich. Dann haben wir auf 200. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so dämlich. Schaden bringt sich da rein gar nichts. Bei Geschick, Ausdauer, ja, eigentlich, nein. Ich mache auf Vitalität, glaube ich, jetzt dann nur noch, damit ich viel aushalte, wenn ich gegen Antanas wirklich kämpfen sollte. So, und Zaubersplitter haben wir auch gekriegt. Und zwar machen wir jetzt das Gebet da weiter drauf. Benommenheit, keine Ahnung, was sich das kann. Ich gebe es einfach auf Gebet. Obdach ist das Wichtigste, damit ich mich halt wieder raufpush. So, dann wär's das. Gehen wir wieder darauf. Viel Zeit habe ich leider Gottes nicht. Und schauen wir mal, was da jetzt noch alles kommt. Gehen wir darauf. Da ist der Verräter! Oh, okay. Ja, bleib oben. So, schlag mal hin. Darf ich? Ah, ja, 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 ja. Und gleich nochmal. Bam! Sehr gut, gleich nochmal. Sehr gut. Ah, ich bin down. Ich pack mein Leben nicht. Der Typ ist ziemlich schnell. Ich glaube, ich brauche dafür eine andere Waffe. Wir nehmen nochmal Gerechtigkeit, nämlich der rennt und rennt und rennt und ja. Ja, ja, ja. Da schauen wir uns das mal an. Da nehmen wir Gerechtigkeit wieder. Das schnelle Schwert. Warte jetzt, da unten bin ich irgendwo gestorben, da. Ja, es sind eh keine Erfahrungspunkte, glaube ich. Keine Ahnung. Na, dann komm mal her. Ah, ich sehe seine Lebensenergie nicht. Ah, okay. Jetzt da. Na, komm mal her. So geht's auch. So, schauen wir mal. Ist da noch irgendwo einer, der in die Fresse will? Da hinten liegt was. Du Verräter! Wir hängen deinen hässlichen Kopf an die höchste Zinne! Ja, danke. Jetzt nehmen wir den Clownfang wieder. Jetzt darf ich. Und die halten viel aus. Das Beste ist, wenn er liegen bleibt. Oder so natürlich. Aber für das ist das schon ziemlich gut. Für jemand, der so viel Rüstung hat. Ich bin schon wieder down. Okay, ich muss irgendwie meine Strategie da ändern. Nämlich, das funktioniert nicht wirklich so, wie es eigentlich die ganze Zeit funktioniert hat. Ba, da, 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 da. Die Musik ist super. So, den ersten machen wir wieder. Gerechtigkeit. Wir könnten eigentlich auch. Warte jetzt einmal. Haben wir da einen Sockel? Nein, da haben wir keinen Sockel. Gehen wir mal ganz kurz durch. Da haben wir auch keinen Sockel, da haben wir auch keinen Sockel. Da hätten wir zwei Sockel. Da hätten wir auch zwei. Macht 108 Schaden. Und ist aber. Aha. Das kann ich gar nicht benutzen. Warum wird mir das dann anzeigt? So, wir machen meine Axt. So, ganz kurz nur. So, hier haben wir eine Rune gekriegt, auch noch von diesem anderen Gott da, wie auch immer der heißt. Adieu oder sowas. So, in meine Waffe. Füge die Rune in das Schwert ein. Ich werde Adir die Seele von Antanas liefern. Adir, genau. Ein Werkzeug des Chaos in der Waffe des Werkzeugs des Chaos. Ja,
Das gefällt mir. Jo. Na los. Boah, da schaut euch das an, was wir alles haben, da. Wir brechen einfach jetzt so die Siegel einmal. Feuer, Kraft, Kraft. Und eine höhere Giftrune haben wir gekriegt. Genau das wollte ich. Hey, Moment. Du schon. So, setze eine Rune in meine Waffe ein. Füge dir. Ein. Ja. Hallo. So, Runen aus Rüstung. So, und jetzt gehen wir auf meine Axt. Da ist sie. So, Adias Rune. Physischer Schaden. Balance und physischer Widerstand. Okay, makellose Kraftrune, höhere Kraftrune, höhere Giftrune gehen wir da rein, damit sie runterdotten. Feuerrune, gewöhnliche Kraftrune, Magie, niedrige Rune. Okay, dann gehen wir noch die rein. Halt. Da. Und auswählen, genau. Ja. So, höhere Giftrune. So, sollte jetzt eigentlich passen. Schauen wir mal, ob wir mit dem da jetzt weiterkommen. Ah, ist halt ziemlich langsam. So, wo bin ich denn gestorben? Irgendwo da auf der Treppe, genau. So, dann gehen wir es an. Probieren wir es. Und? Ja, es funktioniert, er dottet. Boah, das ist viel zu langsam. Auch wenn er dottet, das ist viel zu langsam. Und er dottet auch nicht lange. Und auch nicht viel, es sind nur 6 Punkte jeweils. Nein, das hat überhaupt keinen Sinn, was ich da mache. Aber das lasse ich jetzt alles drinnen. Ein bisschen experimentieren, das kann ja nicht wahr sein, dass ich das nicht schaffe. Nehmen wir wieder die Gerechtigkeit und scheißen auf das. Ich werde mir schwer tun beim letzten Boss, glaube ich. Ich brauche irgendwas Schnelles. Das ist das Einzige, was hoch ist und auch schnell ist. Kann doch nicht wahr sein. Ich könnte es auch wieder probieren mit Magie. Kannst du ihn bitte anvisieren? Danke. Komm, greif mich an. Oh! Jetzt da? Ah! Jetzt da? Sehr gut. Geht ja. So, Obdacht. Na, ich hab Gebet gehabt. Na, jetzt müssen wir kurz warten. Ach Gott. Na komm. Dann wäre ich doch lieber auf Stärke gegangen. Als auf Vitalität. Nämlich, das bringt sich jetzt eigentlich rein gar nichts, dass ich da auf Vitalität gegangen bin. Und bumm. So. Heil dich mal rauf. So, wo ist denn jetzt da der Aufgang? Aufgang? Da. Dann probieren wir es nochmal. Komm her da. Alter, und wie er mir die Stamina weg hat. Mit einem verfluchten Schlag. Hört euch das an? Er hat mich ge... Kann ich einen Backstab ausführen? Das wäre gut. Jetzt. Ja, tatsächlich. Einen Backstab kann ich machen. Okay, es bringt sich nichts. Passt schon. Haben wir geblockt. Hallo. Jetzt da. Sehr gut. Und Obdach. Ganz schnell. Oh. Zack. Sehr nice. Okay. Ganz ruhig. Was haben wir gekriegt? Menschlich. Ja, toll. Einen menschlichen Schädel haben wir gekriegt. Yay! Boah, eine kleine Geschichte. Diese Mönche. Das hatten sie nicht verdient. Man gab ihnen eine Art Elixier und es hat sie verändert. Erst schrie
ein Bogenschütze. Die stürzten regungslos zu Boden. Dann begannen sie zu wachsen. Einer wurde von Flammen umhüllt, ein weiterer von Blitzen. Ich rannte davon. Das ist unglaublich, wie der mir die Stamina runterhaut. Warum auch? Okay, nochmal Obdach. Okay. Habe ich jetzt irgendwas aktiviert anscheinend? Keine Ahnung. Gibt's da was? Oh. Okay, weiter geht's. Okay. Oh! Hallo, 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 hallo. Warte mal ganz kurz. Ich muss Obdach machen. Jetzt wäre der Clownfang zum Beispiel gut. Schnell umgreifen. Weg, 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 weg. Piss dich da. Der ist viel. Die sind unmächtig, diese Menschen. Weg. Sehr gut. Ja, passt schon. Schild drauf. Geh rauf da. Und gib ihn. Das ist ja unglaublich, was der aushaltet. Weg, 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 weg. Jetzt da. Nein, 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 nicht zu mir. Weg. Demarkieren. Runter. Runter, 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 runter. Lauf, 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 lauf. Wir schauen nicht hin. Vielleicht geht's sich aus. Sehr gut. So, wo ist der Typ? Da ist er. Ja, das wird auch nicht viel bringen. Auf Abstand bleiben, bitte. Ja, jetzt haben wir ihn. Sehr nice. Hui. Das ist schwer. Die Menschen halten mehr aus als... Ja, okay, gut, vielleicht nicht mehr, aber auf jeden Fall fast so viel wie die da. Unglaublich. Okay. Jetzt bin ich alles wieder zurückgegangen, nur wegen diesen einen Idioten. Hui. Das ist wirklich schwer. Okay, mal schauen. Da hinten steht einer. Der Verräter kommt auf uns zu. Macht euch bereit. Schon wieder so einer. Jetzt da. Mit der Sense drauf und wegrollen. Einmal drauf. Sehr gut. Und gleich nochmal. Weil es so lustig war. Einmal weg, jetzt da drauf. Und gleich nochmal. Gleich nochmal. Damit sie ihn gleich nochmal hinschleudert. Und gleich nochmal. Und wegrollen. Weg, 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 zurück. Sehr gut. Sehr gut, Hakim. Und gleich nochmal. Und gleich nochmal. Und zurück. Runter, runter, runter. Jetzt da, einmal. Hinter der Säule. Very nice. Und gleich nochmal. Sehr gut. Und gleich nochmal. Und zack, boom, weg ist er. Perfekt, Alter. Perfekt, perfekt, perfekt. Alter. Das ist wirklich schwer. Selbst mit meiner Waffe, auf die ich so prädestiniert bin. Oh. Oh, oh. Moment, das ist der Schnelle, glaube ich. Und drauf. So, als würde er es ahnen, dass ich keine Ausdauer mehr habe. Einmal drauf. Muss den einmal treffen.
Obdacht? Schnell! Sehr gut. Alter, gegen die muss ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Gegen 5 Leute muss ich da jetzt. Nein, boah, Blödsinn. Die Zitadelle liegt ja in der Richtung da. So, wir nehmen wieder unseren Clownfang. Ich scheiß da jetzt schon 15 Minuten herum. Boah, ist das ist wirklich schwer. So. Hau ihn nieder, sehr gut. Verpiss dich da raus, genau, nämlich da kann er nichts tun. Der Mr. Bogenschützen, Mann. Sehr gut, wie er da rum fliegt, das ist so geil. Putz, und gleich nochmal. Putz, und gleich nochmal. Putz. Und jetzt kommt sein Haberer auch noch. Wahnsinn. Piss dich da. Weg. Moment, dafür brauchen wir ein anderes. Dafür brauchen wir wieder die Gerechtigkeit. So, gehen wir mal da zurück, sonst kommt der andere auch noch. Und einen Heiltrank, glaube ich. Wäre nicht so schlecht. Jawohl. Backstep. Und einmal drauf. Jawohl, jawohl, jawohl. So, jetzt brauchen wir den Heiltrank nicht mehr. Jetzt können wir Obdacht machen. Das hält uns ja auch vollkommen rauf. Zack, bumm. So, und wieder zurückgreifen. Clownfang. So, wo ist dieser gottverfluchte Bogenschütze, hä? Wo bist du? Ja. Flieg mal da drinnen ein bisschen um und um. Und weg bist. Jawohl. 935. Boah, das ist schon viel. So, ganz langsam. Waren wir da hinten? Oh, schaut's mal, da ist auch einer. Den überraschen wir. Und mit dem King drauf. Sehr gut. Und zurück. Das ist auch nur ein Bogenschütze. Da kann mich auch mal. Den werfen wir da drinnen einfach auch wieder um und um. Nice. 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 Und einmal noch. Gut. Läuft. So, dann geht's weiter. Dann nach hinten müssen wir aber auch nicht. Ah, da hinten ist ein Speicherpunkt. Moment. Alter. Alter Vater. Ich werde... Oh, da hätte ich nicht reingehen sollen. Das bereue ich jetzt. Warten, bis er aufsteht. Jetzt. Das staggert ihn nämlich auch zu Tode. Jetzt da. Und einmal noch. Hua! Nein, wegrollen. Nein. Das wollte ich nicht. So, wo ist der andere? Ist noch nicht da. Schaut euch meine Lebenspunkte an. Bam, der hat mich runtergehaut. Ich werde mir, glaube ich, sehr schwer tun bei Antanas. So, wo ist jetzt der andere? Vollpfosten, Alter. Oi. Da hinten geht er. Den können wir so machen. Der haltet halt, der hat eine extrem starke Rüstung, der Typ. Aber er ist langsam. Schaut euch das an, der fliegt da drinnen auch nur noch um und um. Nach links und nach rechts, nach links und nach rechts. Wir machen keinen Schaden mit der Waffe. Obwohl ich den Glauben so weit raufgehaut habe. Also gegen schwere Rüstung ist die Waffe ein Scheißdreck. Das Einzige, was irgendwie prädestiniert ist, halt, dass ich halt nicht in den Kampf selber reingehen muss.
Nice. Aber es funktioniert. Wäre cool, wenn diese Waffe auch noch Gift hätte, dann könnten sie runterdotten. Das wäre leibend. Wenn die einen Sockel frei hätte, dann könnte man Giftrunen reingeben. Und dann könnten sie runterdotten, Alter. Ine, mine, mu, und weg bist du. So, ganz ruhig. Ist da noch irgendeiner? Anvisieren du da keinen. Schnell hin zum Speicherpunkt. Und die Erfahrung weggeben. Da hinten steht noch einer. Das ist unglaublich. Da kann man nochmal so richtig aufleveln eigentlich. Aber wenn ich jetzt sterbe und da rauskomme und die zwei Typen da stehen, boom, dann habe ich ein arges Problem. So, hier geht's weiter. Den kann ich gar nicht... Wieso kann ich den nicht anvisieren? Ich kann keinen von den... Ach so. Ich habe immer gewusst, dass du uns verraten würdest. Erhebe dein Schwert! Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich hab doch ja gar nichts gemacht. Wieso bist du so angefressen auf mich? So, geht schon. 10 Schadenspunkte. 10. 53. Achso, er hat's geblockt. Okay. Na, bitte. Geht schon. Bam, putz. Bam, putz. Gleich nochmal. Steht er genau vor mir. Wow. Weg. Auf da. Und Obdacht. Schneller. Nein, ich hab schon wieder. Ah, oh, jetzt muss ich. Und geht schon. Wir haben ihn gleich. Wow. Fiesling, du, hä? Und jetzt darf ich. Stirb jetzt. Und war das jetzt eine tolle Idee, mich anzugreifen? Ein wahrer Mann befolgt seine Befehle. Hält sein Wort. Was weiß ein Verräter wie du schon darüber? Du täuscht dich. Mich interessiert nicht, was du denkst. Na, wir machen das Erste. Ich bin kein Verräter. Abschaum bleibt Abschaum. Na los, bring zu Ende, was du angefangen hast. Achso, kann ich dich jetzt einfach so töten? 5000 Erfahrungspunkte gibt der Mausibär. Ich sah den Sturm, der die Hand Gottes umwehte. Doch das Gebirge war unerschütterlich. Adir ist noch am Leben. Und die Roga greifen nach wie vor an. Das bedeutet, dass Haken entweder tot oder ein Verräter an unserer Sache ist. Verräter müssen bestraft werden. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und auch ich weiß um meine Pflicht. Okay, gut. Also wir sind total abgestempelt als absoluter, ja, Badass. Verräter und so etwas. Unglaublich. Und der Typ macht gar nichts. Also ich greife ihn jetzt nicht an. Wenn ich nicht kämpfen muss, dann verzichte ich gerne darauf. So, wir machen jetzt aber einmal Obdacht. Wie oft ich da auf Kreis einfach so ankomme, ohne dass ich es gemerkt habe. Aber es war gut eigentlich, nämlich er ist dann auf das Gebet losgegangen. Und da ist kein einziger Gegner. Das ist nice. Ich habe den Verstand verloren. Alles ist verloren. Hey, was machst du da? Kann ich dich auch einfach töten? Na, das tue ich jetzt nicht. Also da geht ja eh in Deckung. Okay. Der geht auch in Deckung. Na, wenn es in Deckung geht, dann. Der Verräter ist hier! Fuck you! Zurück. Nein, nicht da! Du sollst zurückgehen! Steh auf! Verstand. Moment, ich muss Obdacht machen. Sonst hat das nicht wirklich einen Sinn, dass ich gegen die kämpfe. Okay, kommen die da gar nicht runter? Das wäre very nice. Bin ich da safe oder was? Verstand verloren. Alles ist. Ja. Bla. Okay, ich habe ihn anvisiert. Wir gehen so weit zurück, wie wir können, und hauen ihn drauf. Boom!
Ob das jetzt ein 40-Minuten-Part wird oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Wir machen jetzt bis rauf bis zur Zitadelle. Er hat den Verstand verloren. Alles ist verloren. Fall nieder. Untergang geweiht. Sehr nice. Und gleich nochmal. Mein Gott. Gleich drauf. Kannst du jetzt bitte sterben? Kannst du jetzt bitte sterben? Bitte. Der Typ macht mächtigen Schaden gegen mich. Okay, passt. Obdacht. Ich glaube, ich werde mir sehr schwer tun. Gegen Antanas. Oh, schade. Den habe ich getötet, unabsichtlich. Truhenschlüssel Planetarium. Ein Truhenschlüssel im Planetarium. Okay. Okay, wo ist jetzt der andere Mausibär? Von wo ist denn der kommen? Von links oder von rechts? Und wenn er nicht da ist, gehen wir gleich weiter. Noch eine Geschichte. Ich erkannte Harkins Stärke in dem Moment, als er in das Gefängnis traf. Was sind das für Waffen? Sie warfen ihn in seine Zelle wie alle anderen auch. Doch selbst als er auf den steinigen Boden stürzte, geschlagen und verletzt, hatte er noch seinen Stolz. Den konnten sie ihm. Wow! Wow! Okay, den machen wir noch. Ja, wie sie ihn immer umschleudert. Ich finde, das ist urgeil. Schaut euch das da an. Ich finde das ja du cool aus. Ja, ja, komm nur mit. Jetzt läuft er. Okay, jetzt darf ich. Der unglaublich, was die Schaden machen. Okay, nochmal. Einfach jetzt volle Kanne drauf da. Gleich nochmal. Komm, komm. Jawohl, down ist er. So, Obdacht. Ganz schnell. Und putz. Die geben aber auch viel Erfahrungspunkte. Wenn ich das wusste, hätte ich die schon vorher umgebracht. Hätte man vorher schon alles clearen können. So, ist da was? Nicht Ruhe. Diese Truhe ist verschlossen. Ja, dich lasse ich in Ruhe. Diese Truhe ist auch verschlossen. Okay, das Planetarium wäre ja... Da hinten? Ist da unten wer? Wenn da unten keiner ist, dann gehe ich da hin. Nämlich der Schlüssel... Okay. Okay, gut, da geht auch in Deckung. Aufpassen nur. Alter, die ganzen Mönche da. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich die jetzt alle umbringe. Oh mein Gott. Nicht schon wieder so einer. Ah, Moment. Jetzt. Und jetzt haut sie ihn um. Jetzt warten wir, bis er aufsteht. Und jetzt. Jetzt haut sie nämlich gleich wieder um. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Das war zu früh, glaube ich. Nein, Gott sei Dank. Jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Perfekt. Moment. Ich höre wen. Ich habe jetzt wirklich Angst, darauf zu gehen. Ich habe wirklich, wirklich Angst. Ich habe wirklich Angst. Was bringt sich das, dass die da sind? Moment. Ah, da ist er. Die Truhe, wo wir den Schlüssel gefunden haben. Schwert der Wache. Ein Schwert. Schwert der Wache. Schwert. Urcool. Okay. Moment. Auf geht's wieder nach hinten. Gehen wir darauf. Das haben wir alles gesäubert. Schauen wir uns mal das Schwert der Wache an. Na, es ist irgendwo angeführt, aber auf jeden Fall nicht unter den Top-Dingern, die wir haben. Da geht's weiter rauf. Da gibt es ja auch irgendwo einen Speicherpunkt, oder?
Also hier nehme ich einmal an, geht es zum Endboss. Okay, hier können wir nochmal speichern. Alter, schaut euch das an, dieses kleine bisschen. Alter. Wir speichern noch einmal. Wir suchen uns jetzt noch so einen Vollidioten. Irgendeinen, oder wir bringen irgendeinen um, der so um und um kauert. Zum Beispiel den da. Ah, cool, der geht eh auf mich los. Okay, dann ist kein Problem. Zack, boom. Du überlebst nicht lang. Aber warte, wir machen die gleiche Strategie nochmal. Jetzt ihn mal um, genau. Und jetzt. Vor zu ihm. Jetzt. Jetzt. Runter, 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 runter. Jetzt. Runter, 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 runter. Jetzt. So, haben wir noch 960 Erfahrung gekriegt. Das sollte eigentlich jetzt ausgehen, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie viel jetzt gefehlt hat. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht geschaut, aber diesen einen Attributspunkt können wir ja mitnehmen. Uiuiuiui. So, speichern und jawohl. So, in was geben wir das jetzt da? Maximale Ausrüstungsgewicht. Ja, warum nicht? Gehen wir es einmal auf Stärke. 219. Ja, Schaden plus 2 mit der Sense. Ich weiß nicht, ob ich die Sense wirklich bei Antanas verwenden könnte. Das ist ein bisschen schwer jetzt da. Das rauszufinden. Geschick. Wir machen Ausdauer. Maximale Ausrüstungsgewicht plus 2 und die Energie steigt auch. Wir machen Ausdauer. So, wir speichern noch einmal. Zur Sicherheit. Und ich beende hier den Part. Hier gehen wir dann raus. Und hier müssen wir rauf. Anscheinend sind wir dann bei Antanas. Nehme ich einmal stark an. Aber das sehen wir dann alles im nächsten Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht's es gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.